Nicht mehr seegtauglich. Ein Museumsschiff. Wo ist die Kombüse? Hast du Hunger? Ja. Immer. Das haben die raufgeklebt, da haben die schon kaputt gemacht. Da gibt es schon keine freien Seiten mehr hier. Oh, hab ich mich verewigt. Das ist die Apotheke. Ach, das ist die Route hier, wo sie gefahren sind. Weil der Kleine hier. Das sieht noch original eingerichtet aus. Hier pinnt noch irgendjemand. Da hinter zu ist das Bett. Da ist zu, oder? Das ist abgeschlossen. Ein Zutritt. Da kannst du sehen, da sind die ganzen Decks. Also das Schiff ist nicht mehr fahrtüchtig, hat er mir gerade erzählt. Ein Museumsschiff. Guck mal, Fernseher haben sie auch. Von Beten oder irgendwas. Steht auch eine Bibel. Gucken, wo einer guckt. Guck mal, hier wird gespeist. Du kannst auch drin beten. Rechts kannst du beten. Alex, hier unten vielleicht erst nochmal gucken, bevor du da oben. Die wohnen hier noch auf dem Schiff, oder? Das wird sogar vermietet, stand unten dran. Echt? Ja, man kann sich hier einmieten. Mit richtigem Klo. Sehr, sehr, sehr teuer. Das weiß ich nicht. Da gibt es Flyer irgendwo. Das kostet 195 Euro. Am Tag. Die Kapitäns Suite, also dieser Raum jetzt, den Sie da gerade besichtigen. Ja. Für zwei Personen inklusive Frühstück. Flasche Frühstückssekt ist auch mit dabei. Ja. Und das ist auch der einzige Bereich im ganzen Schiff, der ein eigenes WC hat. Mit ja, das habe ich gerade gesehen. Ja. Also das ist dann praktisch hier dieser ganze Bereich. Ah ja. Wie gesagt, für zwei Personen. Ja. 195 Euro für zwei Personen. 195 Euro, genau.
Fernseher mit drin. Kleines Fernseher ist mit drin. Ja. Also ich Internet auch. Internet auch. So. Und ein kleines Kind kriegen wir dann auch noch irgendwie. Ja. Zwischen die Bettplätze. Okay. Aber man kann nur ein einziges Suite. Es gibt keine zwei. Wir haben nur eine einzige. Okay. Also alle anderen sind dann irgendwo Normalkammern. Ja. Und wenn Sie die dann mit zwei Personen mieten, dann fängt das bei 70 Euro an für zwei Personen ohne Frühstück. Ja. Und wenn Sie mit Frühstück möchten oder so, dann sind das 94. Ja. Okay. Ne? Und das ist ein Deck tiefer. Können Sie auch besichtigen, ist also auch eine Kamera. Okay, da gehe ich jetzt mal hin. Ne? Ja, dann machen wir. Danke. Und to. Warm da unten, ne? Ja, so langsam warm. Ja, alte Sicherung, guckst du dir doch mal an, du. Die haben meine Eltern noch im Haus, im Bauernhaus. Ja. Auch nicht mehr. Das ist ja gut, die halten. Ja. Ja. Auch nicht mehr modern. Ja, genau. Das ist schick hier. Also, Steuermann, wenn ich das sage. Volle Fahrt voraus, genau. Dann machst du das, Guck ne? Genau. Ich muss ein bisschen Takelage auflegen. Vor allem vorne sind ja. Ja, wie lenkt man denn, wenn man da hinten, wenn man das gar nicht sieht? Der Captain sagt ja Bescheid, ne? Der Finn sagt ja Bescheid. Und dann schreien sie vorne, zu spät oder was? Wie bei der Titanic damals. Ein Schiff kann bremsen. Kannst den Anker schmeißen, ja. Rückwärts. Ist die Bremse. Gegen den Wind drehen. Ja, deine Kanonen raus. Ja. Und dann klettern die da oben ganz hoch oder ist das elektrisch? Da müssen die ganz hoch. Mensch, da müssen die ja ganz schön ackern nun. Das ist bei starken Segern. Und dann gibt es ja noch die Gorch Fock, sind das Schwesternschiffe? Das weiß ich nicht. Achso, okay. Und wahrscheinlich die beiden gleiche Mauern, ja. Ja, ich hab erst gedacht, dass es die Gorch Fock ist, ist es aber nicht. Das ist das Schulland, wie heißt das Schiff? Ja, Gorch Fock. Ist das die Gorch Fock? Nee, das ist hier das Schiff. Schulschiff Deutschland, ja. Außer Dienst gestellt, hat er mir schon erzählt. Ja. Das fährt nicht mehr, das Museumsschiff. Lager nochmal in Bremen. Ja. Kannst du sogar übernachten drauf? Ja. Hat er gerade mir erzählt, 195 Euro. Wenn du hier Kapitän Miete haben willst. Ja. Da ist noch ein Steuer, siehst du. Du musst da hinten gar nicht alleine lenken. So viel Geld, dass die sich sogar zwei davon leisten wollen. Ja, das sind sogar gute, weil du hier quasi, wenn du kleinen Fingerbedarf, die ihn gut lenken kannst. Wenn du die alten Piratenfilme, die man angeguckt hast, hier Flug der Karibik und sowas, und die haben starken Seegang, dann brauchen die das bestimmt. Ja, und dann waren die mit zwei Mann dran, ne? Ja, und wenn die da vorne auch noch eins haben zum Lenken, wie habt ihr das denn früher gemacht? Früher bin ich da nicht gefahren. Das ist eigentlich der Hauptruf. Und was mache ich hinten? Hinten ist Ersatz, Reserve. Ach so, weil das Ganze ist über Seile umgelenkt worden. Ja. Auf den Getriebekasten. Ja. So, und es kann ja selbst bei Stahlseilen mal passieren, dass die einen Knick kriegen oder kaputt gehen. Ja, okay. Und dann wurde halt quasi nach hinten umgestellt. Dann ist Reserve, also Notfall. Ah, okay. Klasse. Würde jetzt theoretisch auch nicht viel Sinn machen, weil hinten sieht man nichts. Ja, deswegen habe ich den einen gefragt, wie machst du denn das? Wie guckst du denn? Hier sieht man auch nicht viel mehr. Ne? Ja. Nee, das ist und wie lang ist das Schiff und wie breit? So breit, ich glaube, 84 Meter lang. Breite weiß ich jetzt, steht aber unten am Eingang. Ah ja, okay, mal gucken dann. Und wie viele Leute fahren hier normalerweise früher mit? War ja ausgerüstet. Ja. 140, 150. 140, und die mussten alle da oben hoch. Ja, da oben. Ja,
musst dich auch nicht ackern hier auf dem Schiff. Also ich muss aber gerade auch den Kollegen sprechen. Also ja. Man sagt immer so leichtfertig, man kann sich das vorstellen, glaube ich, kann man nicht. Nee. Die haben ja vorhin das kleine Segel wieder hochgezogen. Ja, habt ihr selber gemacht. Ja, bei dem Wetter ist ja alles kein Thema. Ja, ja. Aber ja, wenn man jetzt mal überlegt, man hat Wind, Regen, ja, Seegang und muss ja dann diese riesen Dinger da hoch oder runter ziehen. Also ja. Nee, ich glaube, das wäre nicht so meine Berufung. Ja, besonders wenn das nicht elektrisch ist. Also früher, also brauchst du ja nur einen Knopf drücken, fährst du hoch und runter und drüber. Die müssen ja das selber noch alles machen. Wie alt ist das Schiff denn? Von 27. 1927, okay. Abbaut, ja, verstehe. Aber es ist nie mal aufgewertet worden oder irgendwas? War das immer heile auf dem ganzen Krieg, dass die vorher, ja, dass die Alliierten das nicht eingesackt ja haben? Ja, da haben wir Glück gehabt. Weil das, die hat ja irgendwann mal in Bremen gelegen. Ja. Und da haben sie die weggeholt, weil, wie war das jetzt? Wer hat da in Bremen regiert? Die Engländer oder die Amis? Und die Amis. Die Amis, die Häfen ja hatten die Amis. Und dann sind aber hier wohl die Engländer gewesen. Mhm. Und da haben sie die, dann haben sie quasi retten können. Also sonst hätten die das versenkt, ne? Das sollte ursprünglich versenkt werden. Ja. Und 44 war ja sowieso, ist die letzte Fahrt gewesen. Ja. Und seitdem liegt das ja quasi trocken. Ja, okay. Ja. Wir sind eigentlich nur hier, um es ja im Stand zu halten. Ja. Mühselig, aber. Aber ihr seid hier immer. Ja, ja. Seid hier fest. Und warum ist das von der Glücksspirale gesponsert worden? Da unten war eine Plakette dran von der Glücksspirale. Da sind schon auch von der Sparkasse gemacht. Ja, aber wir kriegen keine Zuschüsse. Ach, ihr kriegt kein Geld. Das finanziert sich ja selber über den Verein. Ach, oder so, jetzt halt über Spenden, über Übernachtungen, ja, über den Verkauf von den Artikeln. Aber ja, wir kriegen keine Zuschüsse, weil wir kein Museumsschiff sind. Achso, der Kollege sagte eben, sagt, ja, in dem Sinn ist es schon ein Museumsschiff, aber gehört nicht zum Museumsverein. Ach so. Der Verein wird ja bezuschusst, das ist halt hier nicht so. Und warum geht er da nicht rein in den Verein? Das weiß ich nicht, was das für Gründe hat, kann ich nicht so sagen. Ah ja, okay. Ja. Herzlichen Dank. Bitte, gerne. Schönen das Aufenthalt noch. Danke. Andere Seite, kommen wir da auch durch. Okay, 140 Leute sind hier sonst drauf gewesen. Okay. Das ist schon relativ groß. Ja. Also wenn man auf der anderen Seite die Piratenschiffe da sieht. Ja. Waren Sie da schon drauf? Dürfen auch nur Jungs rauf, oder? Beziehungsweise Männer. Ja. Das war nichts für Mädchen. Nein, hier gab es keine Frau. Bringt Unglück, wa? Bringt Unglück, wa? Hab ich dir gesagt, ja. Ja. Der Kollege konnte mir das eben gar nicht beantworten. Wie breit ist das Schiff? Ich glaube 12 Meter und ein paar Zerhackte. Und die Länge? 86. Die Kombüse ist ein Höher. Die Treppe hoch und dann kommt da eine Kombüse raus. Der lag doch früher am Regen, ne? Ja, vor 2 Jahren. Aber seit 2 Jahren liegt sie hier. Seit 2 Jahren liegt sie hier. Dann habt ihr. Ich hab meinen Bootschein hier gemacht, ne? Ja, ist möglich. Ja. Ist doch wahr. Sein, ne? Ich glaube, er weiß das nicht mehr. In Bremen war auch. Wie gesagt, nur ein Bremen. Nee, Bremen selber ist schon lange her. Aber dann habt ihr ja Glück gehabt, dass es damals nicht nach dem Krieg eingesackt worden ist, wa? Deswegen ist sie nach Bremen gekommen. Ah, ja. Weil die lag am Ausweg in Kiel. Ja. Und das waren die Engländer, die Besatzungszone hatten. Und die haben sich einiges einverleibt.
Und der schlaue Kapitän hat das Schiff einfach in der Nacht- und Nebelaktion einmal nach Bremen gebracht. Das war amerikanische Besatzungszone und die hatten nicht ganz so viel über für seeische. Ja, konnten sie nicht gebrauchen. Sonst wäre es weg gewesen. Und wir mussten fürs Patent mussten einen Bootschein haben und einen Feuerschein. Ja, na klar. Das wurde auf diese Dinge nie gemacht. Ja, ein schönes Schiff. Schönes Schiff. Kannst du heute noch lossegeln? Im Fernseher gab es früher noch nicht. Ja. Nee. Die haben nachgerüstet. Oh, Toiletten. Toiletten kannst du nicht rauf. Nur für die Hotelgäste benutzbar, okay. Die kannst du auch pennen. Da stehen ja auch die Daten, die ich haben möchte. Guck mal. Das ist doch. Ach, hier kannst du reingucken, guck mal. Da pennen sie sogar noch dran. Ja, war nicht abgeschlossen. Ich hab einfach mal gedrückt. Oh, Entschuldigung. Mann, ey. Wenn sie auch mal sauer machen, guck mal hinten das Fenster an, das, da brät schon der Rost ab. Auf meinem ersten Schiff war auch nicht viel größer. Ne? Nee. Komm her, geh vor. Ja, gib mal so mal vor, unser Gedanken. Ist aber schon sehr steil hier, ne? Ja. Ach, hier kannst du kapisieren. Hier sind die Toiletten für die Besucher, oder was? Okay. Jetzt mal die Hände waschen, die kleben nicht. Wie viel Sprit hat der früher am Tag gefressen? Gar keinen. Das ist komplett ohne Motor? Ja. Wir haben nur einen einzigen Verbrennungsmotor an Bord, das ist der Notstromdiesel. Okay. Sonst nichts. Für den Strom also nur. Aber auch, der kam erst spät. Zu Anfang nichts. Nur kein Strom. Okay.